Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines großen Multitool-Vergleichs. Heute sind wir mal bei den reinen Messer-Multitools angekommen und wir haben hier das Victorinox Ranger 55, das Victorinox Ranger, das Workchamp XL. Verwundert euch nicht über die Schalen, die hier außen angebracht sind, die habe ich tatsächlich getauscht. Also wie gesagt, das Workchamp XL, das normale Workchamp, das Cybertool L, das Swiss Champ. Bei diesem hier weiß ich tatsächlich gar nicht, was es genau für eins ist. Ich habe es mir halt gekauft, weil da das Rotenburg-Motiv drauf ist. Ich fand das einfach schön, beziehungsweise ich habe das sogar geschenkt bekommen. Dann haben wir hier das kleine Mini-Champ und ein Tool, was tatsächlich mal nicht von Victorinox ist, aber auch das habe ich geschenkt bekommen. Und tatsächlich finde ich das ziemlich cool. Aber gehen wir mal der Reihe nach vor und fangen mit dem größten an. Das wäre also das Ranger 55. Hat im geschlossenen Zustand eine Länge von ungefähr 13 cm und verfügt über eine arretierende 9,5 cm lange Klinge. Kommen wir mal schnell zum Schnitttest. Ja, die beißt ein bisschen, wobei ich dazu sagen muss, ich habe das jetzt auch schon öfters hergenommen. Aber man merkt es, hier sind kleine Cuts drin, man sieht es hier vielleicht auch. Da sind kleine Rillen in der Schneide drin, die halt das Ergebnis etwas verfälschen, weil normalerweise ist auch das hier rasiermesserscharf. Aber ich sehe schon, ich muss mich auf jeden Fall hier nochmal drum kümmern. Die Klinge ist arretiert, das heißt, man kann es hier einklappen. Dann haben wir dabei eine sehr, sehr große Säge. Immerhin eine Länge von 10 cm. Das ist schon wirklich beachtlich. Wer meinen Test letzte Woche gesehen hat mit den Zangen-Multitools, der weiß, dass da die Säge von dem Victorinox kläglich gescheitert ist. Ich hoffe, dass das jetzt dieses Mal besser funktionieren wird, aber schauen wir einfach mal. Okay. Also hier liefert die Säge genau das ab, was ich auch von ihr erwartet habe. Einen klaren, sauberen Schnitt ohne großartige Probleme. Die Zange arretiert selbst nicht. Das heißt, hier muss man schon aufpassen, wenn man damit werkelt, dass die nicht plötzlich einklappt und man sich die Finger da einquetscht. Dann haben wir hier dabei natürlich Kapselheber, Dosenöffner etc. Und auf der Rückseite halt eine Ahle wie auch den Korkenzieher. Was hier fehlt, was normalerweise bei Victorinox immer dabei ist, ich weiß aber nicht, ob das bei den großen Tools halt immer enthalten ist, aber hier fehlt mir auf jeden Fall der Zahnstocher und die Pinzette. Aber hier geht es auch eher um wirklich diese brachiale Klinge und diese riesige Säge. Das ist also ein reines Arbeitstier, was aber wirklich sehr, sehr gut performt. Und ich sag mal so, die meisten anfallenden Arbeiten, die kann man damit erledigen. Kommen wir mal zur kleineren Variante des Rangers. Das ist also das ganz normale Victorinox Ranger. Auch hier haben wir eine Klinge. Ihr seht es, auch die ist schon ordentlich malträtiert worden. Also das verfälscht jetzt ein wenig die Ergebnisse. Aber ihr seht es, man kann damit schneiden. Es reißt leider etwas, weil auch das ist leider nicht so hundertprozentig angeschliffen, wie es eigentlich sein sollte. Aber das liegt eher an mir und meiner fehlenden Wartung der Werkzeuge, die ich hier habe. Wir haben außerdem eine kleine Klinge dabei. Eine Feile, die wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist. Die nehme ich meistens her, um die Fingernägel zu machen etc. Dann haben wir auch hier eine Säge. Kommen wir hier schnell zum Sägetest. Auch die beißt sich da ordentlich durch. Und ich muss gleich dazu sagen, das Messer hier ist eines der drei Messer, die ich fast immer verwende. Also ich habe in der Regel das hier im Einsatz, wie auch Cybertool L und das Swiss Champ. Wobei das Swiss Champ bei mir am meisten gelitten hat. Aber das ist jetzt ein
Messer, was ich schon seit bestimmt 2,5 Jahren im Einsatz habe, fast 3 Jahre. Wie gesagt, ich nehme es regelmäßig her und dafür bin ich mit der Performance sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir haben hier außerdem dabei eine kleine Victorinox-Schere. Wer die kennt, der weiß, darauf ist Verlass. Nehmen wir mal etwas Paracord dazu, um das zu testen. Ja, hier müssen wir schon zwei, dreimal ansetzen, weil auf einem Rutsch geht es halt nicht. Aber es geht. Und auch hier ist es so, die Schere ist schon hunderte Male hergenommen worden. Von daher bin ich da mit der Leistung sehr, sehr zufrieden. Auch hier ist natürlich Kapselheber und Dosenöffner dabei. Außerdem hier oben die Pinzette, die sich etwas versteckt hat, sowie der Zahnstocher auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir hier den Korkenzieher, eine Ahle und einen Schlitzschraubendreher und diesen Tragehaken, der müsste hier eigentlich auch noch dabei sein, der versteckt sich hier so ein bisschen. Man hat mir mal gesagt, ich glaube, das ist zum Reinigen von Pferdehufen etc. Ich dachte immer, das wäre so, um so eine Tüte besser tragen zu können, die man dann unten einhakt und dann anhebt. Aber das ist tatsächlich eines der Werkzeuge, was ich so gut wie nie verwende. Ranger 55 und das normale Ranger. Jetzt kommen wir zu dem ersten brachialen Multitool. Das ist das Workchamp XL. Dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Ihr seht, ich habe hier die Rescue-Schalen drauf, genauso wie bei dem anderen Workchamp ebenfalls. Und ja, allein die Tatsache, dass ich hierzu schon ein eigenes Video gemacht habe, zeigt schon, dass es hier unheimlich viel zu erklären gibt. Ich gehe nur mal auf die gängigsten Werkzeuge ein. Wir haben also hier eine sehr große Klinge. Die auch hervorragend das abliefert, was man von ihr erwartet. Dann haben wir hier natürlich Dosenöffner und Kapselheber dabei. Ich versuche jetzt mal nichts zu überspringen. Als nächstes haben wir hier eine Zange, wo ich kurz überlegen muss, wie ich die da am besten rausbekomme. Eine kleine, aber durchaus feine Zange. Hier hinter verbirgt sich dann nochmal ein kleiner Kreuzschraubendreher. Dann haben wir dabei eine Wellenschliffklinge. Mal schauen, wie die sich beim Papier schlägt. Ja, sie schneidet auf jeden Fall mit kleinen Stoppern zwischendurch. Aber diese Wellenschliffklingen sind ja auch eher dazu gedacht, einen Sicherheitsgurt durchzuschneiden oder eben ein Seil etc. Schauen wir mal, wie das Ganze da funktioniert. Ja, absolut problemlos. So, nach der Wellenschliffklinge haben wir hier als nächstes eine Schere. Auch hier ist es so, dass man. Ah, ja gut, es geht bei einem Mal durch. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man so zwei, dreimal ansetzen muss. Aber das geht einwandfrei. Wenn man das Papier trifft, natürlich nur. Und auch hier verbirgt sich unten drunter nochmal ein Werkzeug ein. Kleinerer, aber dafür längerer Schraubendreher, Kreuzschraubendreher. Dann sind wir bei der Hälfte des Tools angekommen. Hier verbirgt sich ein weiterer Kapselheber, beziehungsweise aber mit Schlitzschraubendreher. Das hatte ich ja damals schon bei meinem Video angemerkt, dass hier Sachen doppelt und dreifach enthalten sind. Das Teil hier, ich habe überhaupt keine Ahnung, wofür man das wirklich braucht. Dann haben wir hier nochmal eine Wellenschliffklinge. Und auch die ist problemlos einsetzbar. Ja, absolut brauchbar. Und zu guter Letzt haben wir hier noch so eine Ahle etc. Ich weiß nicht genau, wofür das gedacht ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das irgendwie zum Einfädeln gedacht ist, weil es hier vorne so spitz ist. Aber es ist halt stumpf. Wie gesagt, ich weiß leider nicht alle Funktionen, wofür sie da sind. Hier haben wir eine spitze Ahle, eine weitere Ahle, das hatte ich ja damals auch schon in dem Video angemerkt, und halt
einen sehr kleinen Schlitzschraubendreher sowie Korkenzieher, Pinzette und Zahnstocher. Das ist das WorkChamp XL und davon gibt es eine kleinere Variante, die nennt sich dann einfach WorkChamp. Auch hier ist wieder eine riesige Klinge dran verbaut. Die auch sehr, sehr gut schneidet. Eine Schere. Oh, Entschuldigung, eine Zange natürlich. Die Schere kommt erst später. Dann haben wir hier eine riesige Feile. Eine ebenso große Säge. Nachdem es jetzt beim letzten Mal so gut geklappt hat, schauen wir mal, wie es hier funktioniert. Auch hier. Es verhakt zwar ein bisschen, aber ich sitze halt hier an so einem Schreibtisch mit ausziehbarer Tischplatte. Und da klappt das Sägen jetzt nicht unbedingt so, wie man es erwarten würde. Aber ihr habt es ja gesehen, durchaus zufriedenstellend. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier nichts vergesse. Die Schere hatten wir schon. Dann sind wir hier beim Kapselheber und beim Dosenöffner angekommen. Auch hier auf der Rückseite eine Hale, Korkenzieher, Schlitzschraubendreher, Zahnstocher und Pinzette. Auch hier ist es so, ihr habt es hier vielleicht schon gesehen, das Werkzeug arretiert. Das arretiert normalerweise. Aber hier sind ja die Schalen ausgetauscht worden. Normalerweise würde dieser Riegel hier automatisch nach oben springen, bei den originalen roten Schalen. Die Funktion konnte ich mit den Rescue-Schalen nicht hinbekommen. Deswegen muss ich hier immer diesen Schieber automatisch nochmal nach oben schieben. Und dann verriegelt das Ganze auch. Und um es einzuklappen, mache ich den Schieber wieder runter und dann geht's. Wichtig ist natürlich hierbei, wenn man es dann aufklappt, er geht nicht alleine hoch. Man sollte das beachten, weil sonst hat man sich ruckzuck die Finger aufgeschnitten. Dann kommen wir zu den beiden Tools, die halt sehr, sehr ähnlich sind und die mit zu den Werkzeugen gehören, die ich am meisten verwende. Ich zeige das jetzt mal von der Rückseite hier. Da haben wir bei beiden einen Korkenzieher mit Schlitzschraubendreher. Wir haben bei beiden eine Ahle dabei. Wir haben bei beiden Tools, Moment, ich muss hier mal kurz den Ring ausklappen. So. Wir haben bei beiden Tools diesen Schlitzschraubendreher dabei. Das sind also nahezu identische Werkzeuge. Auch hier wieder dieser Ring zum Tragen von Taschen oder wofür man immer den braucht. Von außen gesehen sieht man jetzt hier schon auf den ersten Blick den ersten Unterschied. Denn das SwissChamp hat hier einen Mix aus Kreuzschraubendreher und Lupe, was ich sehr, sehr gut finde. Aber dafür hat das CyberTool L hier einen Bithalter für die kleinen Bits angebracht und sogar noch weitere Bits in so einem kleinen Fächer dabei. Und so haben beide Tools ihre Daseinsberechtigung. Ansonsten auch hier wieder sehr, sehr ähnlich. Zange, Säge, Schere, große Klinge, kleine Klinge. Das ist bei den beiden absolut identisch. Zahnstocher. Hier wäre eigentlich ein Kugelschreiber. Den habe ich hierbei verloren. Hier ist er noch drin. Und auf der Rückseite die Pinzette. Und das sind wirklich die umfangreichsten Tools, die ich mir persönlich vorstellen kann, beziehungsweise umfangreich ist vielleicht falsch, weil es natürlich umfangreichere Tools gibt, aber das sind halt die Tools, die ich am ehesten verwende. Auch hier nochmal schnell der Schnitttest. Und ich sagte es ja, die Messer, die werden von mir hergenommen wie sonst noch was. Habe ich auch mittlerweile bei bestimmt schon 6, 7, 8 Jahre in Verwendung. Und ja, das schaut jetzt hier wirklich bedauerlich aus, aber das liegt halt nicht an den Messern, das liegt einfach daran, dass die mal ordentlich wieder nachgeschliffen werden müssten. Ich kriege leider den Schliff nicht so hin wie im Auslieferungszustand. Ich müsste die Messer halt mal einschicken lassen nach Victorinox. Da ist ja lebenslanger Service drauf. Die ganzen Sachen mal austauschen lassen. Genauso wie die Pfeile hierbei zum Beispiel. Die hat bei den beiden Tools auch schon sehr gelitten. Ihr seht, dass die ist schon rein weiß. Weil da kaum noch was mit geht. Aber
Es sind halt die Tools, die man am ehesten in der Tasche mit sich herumschleppen kann. Denn wenn man jetzt zum Beispiel das Workchamp XL sieht und dann das SwissChamp, ne, das ist das Cybertool, dann sieht man zum einen den Größenunterschied und es ist auch vom Gewicht her ein deutlicher Unterschied, weil das hier ist ein echtes Kaliber. Das packt man sich nicht mal eben in die Hosentasche. Und die beiden, die ja tatsächlich auch schon groß sind für normale Taschenmesser, die kann man aber mal eben in der Hosentasche dabei haben, vor allen Dingen bei einer Wanderung etc. Und man hat halt unheimlich viele Werkzeuge dabei. Also die beiden sind meiner Meinung nach wirklich empfehlenswert. Dann kommen wir zu dem letzten Tool, beziehungsweise zu dem drittletzten Tool. Hier haben wir eine schöne Klinge, die ist ungebraucht. Ich nehme jetzt mal ein neues Papier her. Dann ist das wirklich der erste realistische Schnitttest und ihr seht das. Das geht da durch wie durch Butter. Und so kommen die Messer vom Haus auch, vom Werk aus zu Hause an. Also nehmt diesen Papiertest hier bei den alten Messern nicht so sehr zu Herzen, eben weil die Tools sehr alt und sehr gebraucht worden sind. Dann habe ich hier noch dabei einen Dosenöffner sowie einen Kapselheber und eine kleine Klinge sowie einen Korkenzieher sowie Pinzette und Zahnstocher und natürlich mit einem wunderschönen Motiv darauf, Rothenburg ob der Tauber. Eine wunderschöne Stadt, auch dazu habe ich schon einen Film gemacht, schaut es euch gerne mal an. Und das hier ist eigentlich so ja, das perfekte Werkzeug, wenn es darum geht, einfach nur ein Messer dabei zu haben. Ich meine, ihr könnt damit Wurst schneiden, ihr könnt damit Pakete öffnen, ihr könnt damit ja, alles machen, was man halt mit einem Messer machen kann. Und viel mehr braucht es ja auch nicht. Nicht jeder braucht eine Säge, nicht jeder braucht eine Schere, nicht jeder braucht eine Zange etc. Hier gibt es ein einfaches, schlichtes Messer, was aber voll und ganz von Victorinox ist und was auch dementsprechend performt. Wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zum letzten Victorinox in dieser Serie. Und hier haben wir das Mini-Champ. Das ist wirklich auch genial. Das habe ich in meinem Schlüsselanhänger, also in der Tasche vom Schlüsselanhänger, habe ich das drin, zusammen mit meiner kleinen Tiki-Taschenlampe. Die ist ja auch nur so groß, unglaublich hell. Und auch hier ist es so, ja, man hat fast alles dabei, was man normalerweise braucht, aber halt in einer sehr, sehr kleinen Variante. Wir haben also hier eine sehr, sehr kleine Schneide, die ich tatsächlich aber auch schon, Entschuldigung, das ist natürlich die Feile. Ich sollte vielleicht die Schneide auspacken. So, das ist die sehr filigrane kleine Schneide, die aber hervorragend schneidet. Allerdings, wenn man sich natürlich den Größenunterschied mal anschaut, hier zu dem normalen Victorinox, also zu dem 91er, dann sieht man schon, ja, die Klinge ist halt wirklich niedlich. Die reicht halt dazu, mal ein Paket zu öffnen, etc. Und viel mehr muss man ja fast auch gar nicht machen, wenn man sich für so ein Messer entscheidet. Hier ist noch eine zweite Klinge dabei. Auch die ist natürlich. Okay, auch die ist brauchbar. Dann haben wir hier noch dabei einen kleinen Kapselheber, Abisolierer, Kreuzschraubendreher und witzigerweise ist hier sogar eine kleine Schere dabei. Die aber schneidet wie sonst noch was. Das passt also durchaus. Mal schauen, ob die mit dem Paracord zurechtkommt. Ja, man muss halt zweimal ansetzen, aber sie schneidet es. Auch hier, wie gesagt, Zahnstocher dabei. Ein kleines, feines Tool für den nötigsten Einsatz. Ich sag mal so, es ist bedingt geeignet natürlich, um jetzt draußen damit zurechtzukommen, also Outdoor beim Bushcraften oder etc. Aber es reicht auf der Arbeit bei mir zum Beispiel vollkommen aus, um wie gesagt Pakete aufzuschneiden, Klebeband durchzuschneiden, mal ein Kabel abzuisolieren etc. Dafür ist das wunderbar geeignet und es hat nur die halbe Größe von einem normalen Victorinox. Ist zwar genauso dick, aber wiegt eigentlich gar nichts. Und zusammen mit der Tiki-Taschenlampe ist das wirklich, wirklich genial.
Und das letzte Multitool, was ich vorstellen möchte, das gab es, glaube ich, mal bei Norma oder Lidl etc. Also da gibt es ja immer wieder mal so Taschenmesser im Angebot. Ich weiß auch gar nicht, wie teuer das war, weil es mir geschenkt worden ist. Ich glaube so um die 15 € oder sowas. Und hier hat man halt eine Schneide gemischt mit Sägeschliff bzw. Wellenschliff. Schauen wir mal, wie die sich schneidet. Also sie schneidet eigentlich ganz okay, wenn man nicht ständig hier vorne in den ersten Zacken hängen bleibt. Und deswegen hasse ich solche Tools, wo diese Klinge aufgeteilt ist. Aber in dem Fall hier macht es halt Sinn, weil es halt kein Multitool im eigentlichen Sinne ist mit mehreren Schneiden. Es gibt halt nur diese eine Schneide hier. Schauen wir mal, wie die mit einem Seil zurechtkommt. Gar nicht. Keine Chance. Dafür ist es also völlig ungeeignet. Schauen wir mal, wie das hier schneidet. Ja, es geht. Mit zweimal ansetzen, da würde es gehen. Es ist halt ein kleines Tool zum Schnitzen. Was ich aber hier sehr cool fand, ist halt die Funktion, dass hier zum einen ein Feuerstahl dabei ist. Und richtig witzig fand ich die Taschenlampe. Es ist eine kleine Taschenlampe, klein, aber fein. Die reicht, um halt abends das Schlüsselloch zu finden. Hier ist noch so ein kleiner Clip dran auf der Rückseite. Wie gesagt, wenn die Klinge etwas schärfer wäre, also wenn man da mit dem Finger drüber geht, merkt man gar nichts. Das ist tatsächlich kurios. Also da sind selbst die alten Swisscams und Cybertools besser. Es ist halt ein schönes Dekomesser, sagen wir es mal so. Schon brauchbar für Heimarbeiten, aber Outdoor würde ich mich jetzt nicht zwingend darauf verlassen wollen. Nicht sauer sein für denjenigen, der mir das geschenkt hat. Ich freue mich natürlich trotzdem drüber, weil ich halt Messer sammle. Aber man muss halt realistisch sein. Die 15 € oder was es halt gekostet hat oder 20 €, das spiegelt sich halt darin wider, dass halt wirklich nicht alles so optimal verarbeitet ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein hübsches Messer. Und somit landet das leider auch auf dem letzten Platz bei meinem Vergleich. Darauf würde dann das Mini-Champ folgen. Nicht, weil es ein schlechtes Messer ist, sondern einfach nur deshalb, weil halt die Klingen etc. alles sehr, sehr klein ist. Ist also für auf der Arbeit oder so ist es völlig ausreichend, das streite ich gar nicht ab. Aber wir gehen ja auch eher so ein bisschen in Richtung Outdoor und da würde ich mich auf so ein kleines Messer eher nicht verlassen wollen. Was aber nicht heißt, dass es dadurch ein schlechtes Messer wäre. Dann würde halt diese Variante kommen. Nicht, weil es schlecht ist, aber auch hier einfach wegen dem Funktionsumfang, der geboten wird. Der ist halt bei den anderen Messern größer und ich liebe halt diese Multitools, wo man halt sehr, sehr viele Funktionen hat. Vor allen Dingen, wenn es wirklich sehr, sehr viele auch brauchbare Funktionen sind. Es kommt ja nicht immer nur auf die Masse an, sondern die Sachen, die müssen auch performen. Und wenn sie das nicht tun, ja, dann kann auch ein Multitool mit 30 Funktionen einfach schlecht sein. Hier haben wir leider nur wenige Funktionen. Aber die Funktionen, die es hat, die sind top. Dann würde ich das kleine Ranger nehmen. Auch hier wieder, weil es halt vom Funktionsumfang niedriger ist als wie die restlichen Messer. Wobei ich sage da gleich noch etwas dazu. Denn bereits auf dem nächsten Platz wäre auch das große Ranger. Das hat zwar eine riesige Klinge, eine riesige Säge, die, ich sag mal so, Outdoor wesentlich mehr liefern als hier jetzt einfach nur ein Fulltang-Messer. Denn man hat halt hier gute, brauchbare Säge dabei. Man kann natürlich auch mit dem Messer hier betonen. Man darf halt dann nicht den Griff komplett, die Schneide komplett ausklappen und dann hier drauf kloppen wie so ein Irrer, sondern man muss halt hingehen und das Ganze dann abwinkeln und quasi so in das Holz reintreiben. Und dann geht das auch. Aber auch hier ist es so, wegen dem reduzierten Funktionsumfang würde ich das noch hinter den restlichen Messern sehen. Dann kommen wir zum Workchamp XL. Das hat halt brachial viele Funktionen, aber wie ich gerade schon gesagt hatte, Funktionen allein sind nicht alles. Wir haben hier viele Sachen, die doppelt gelagert sind. Wir haben hier Sachen dabei, die ich persönlich jetzt nicht brauche. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der sagt, er braucht genau diese Funktion. Ich selber brauche sie tatsächlich nicht. Deswegen wäre das jetzt bei mir an der nächsten Stelle.
Denn ein Nachteil hiervon ist halt, dass es halt groß, klobig und schwer ist. Und wenn man dann halt die ganzen Funktionen nicht braucht, die es liefert, dann ist das tatsächlich ein Nachteil, der daraus entsteht. Jetzt wird es schon etwas schwieriger, denn das normale WorkChamp, das finde ich tatsächlich genial. Ich meine, es hat eine große Säge, es hat eine große Schneide, es hat eine große Zange. Alles hier drin ist einfach groß und es hat halt wirklich, wirklich die Funktionen, die ich auch regelmäßig brauche. Das ist halt das Entscheidende. Bisschen dumm ist hier natürlich, dass ich das mit dieser Schale nicht richtig hinbekommen habe, also mit dieser Arretierung. Man muss hier halt immer dran denken, dass man die Arretierung manuell hochmacht. Da kann aber das Messer selbst nichts dafür, denn wenn man dran denkt und man macht es vernünftig, dann ist das wirklich, wirklich ein richtig tolles Messer. Der einzige eventuelle Nachteil wäre halt, dass es groß ist. Da muss man halt für sich entscheiden. Ich meine, ihr seht es ja, die drei Varianten hier, die sind alle drei groß. Dafür hat man aber auch ordentliche Werkzeuge mit dabei, wenn man draußen unterwegs ist. Aber ich persönlich bevorzuge halt die kleineren Varianten davon, die ebenfalls einen riesigen Funktionsumfang haben. Also Swiss Tool und Cyberchamp. Wenn ich ein Swiss Tool finden würde, nicht Swiss Tool, wenn ich ein Swiss Champ finden würde, wo halt zusätzlich noch dieser Bithalter mit dabei ist, dann wäre das für mich das perfekte Tool. Das gibt es zwar bei den größeren Varianten, bei den kleineren habe ich das bis jetzt noch nicht entdeckt. Man bräuchte hier bloß einen Layer mehr, dann hätte man halt auch die Lupe mit dabei und den Kreuzschraubendreher, beziehungsweise hier einen Layer mehr und der Bithalter wäre dabei. Und das Tolle bei dem Bithalter ist ja natürlich auch, dass der halt diese kleinen Bits alle aufnehmen kann. Also das ist nach einer DIN-Norm gebaut. Das sind halt nicht die normalen Bits, sondern die etwas kleinere Variante davon. Und die kann man dann natürlich auswechseln, wie man immer möchte. Ich habe mir hier einfach so einen kleinen Magneten reingeklebt. Ich weiß, das wird man auf jeden Fall nicht erkennen können, weil die originalen Bits, die sind ja hier durch diese kleine Kugel gesichert. Und wenn man andere Bits kauft, die haben diese Kugelsicherung eben nicht, die würden dann rausfallen. Aber man kann sich kleine Magnete kaufen. Ich habe mir hier so einen kleinen Neodym-Magneten reingeklebt. Das heißt, ich kann hiermit alle Bits verwenden. Und deshalb sind die beiden Tools, eben weil sie sehr transportabel sind, sie haben auch Säge, Zange, Pfeile, alles dabei, was ich brauche. Deswegen würde ich die beiden hier bevorzugen. Wobei generell schlecht ist keines der Victorinox. Also wer Victorinox kennt, der weiß, da bekommt man wirklich Qualität. Sie hat ihren Preis, aber dafür auch lebenslangen Service. Generell sind alle Werkzeuge immer brauchbar, wenn man weiß, für welchen Einsatzzweck sie gedacht sind, wie jetzt zum Beispiel bei mir mit diesem komischen Haken da auf der Rückseite. Aber generell, Victorinox macht man nichts mit verkehrt. Im Vergleich kenne ich keine andere Marke, die so gute Multifunktionsmesser herstellt wie eben Victorinox. Von Leatherman gibt es halt diese Zangen-Multitools. Wenn ich da jetzt gegenüberstellen müsste, welches Zangen-Multitool besser wäre im Vergleich zum besten reinen Messer-Multitool, was jetzt hier ist, dann würde ich mich wirklich schwer tun. Deswegen habe ich auch in der Regel immer so eine Kombination dabei aus einem Messer-Tool und einem Zangen-Multitool. Dann hat man halt doppelte Werkzeuge. Man ist ja auch öfters zu zweit unterwegs oder sogar noch mehr Personen und dann können halt immer zwei Leute gleichzeitig arbeiten. Aber so viel zum diesjährigen Vergleich meiner Multitools. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.